Entscheidende bei der Frage, da mache ich keinen Kuhhandel, dass im Balkan den Menschen auch eine Legalperspektive eröffnet wird. Da haben wir, glaube ich, Herr Kollege Rülke, gar keine Differenz. Sie haben von einem Zuwanderungsgesetz gesprochen, auch der Meinung sind wir auch. Jedenfalls weiß ich nicht, wie lange das jetzt geht, weil es da in der Union ja erhebliche Vorbehalte gibt. Aber deswegen war es mein Anliegen, jedenfalls für die Balkanstaaten eine Ausbildungs- und Beschäftigungskorridor auszugestalten, damit die Menschen, wenn wir jetzt sozusagen beim Asyl da etwas stärker zumachen, wobei das Grundrecht für Asyl bleibt immer bestehen. Das ist eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber wenn wir etwa jetzt die Verfahren da beschleunigen, Gott, jetzt rutscht mir schon die Hose runter.